Abschied von Egon Fraupel. Mit viel Applaus wurde der langjährige Oberbürgermeister am Montagabend aus seinem Amt verabschiedet. Rund 800 Menschen waren zu seiner Abschiedsfeier in die Georg-Gassmann-Halle gekommen. Verschiedene Redner würdigten Fraupel als Oberbürgermeister, dem stets das Wohl aller Menschen in Marburg am Herzen gelegen habe. Du warst Ansprechpartner für mich als Ehrenamt. Finanzminister Dr. Thomas Schäfer zeichnete ihn mit dem Hessischen Verdienstorden aus. Stadtverordnetenvorsteher Heinrich Löwer verlieh Fraupel die Ehrenbürgerwürde. Bei vielen Menschen aus Stadt und Politik hat Egon Fraupel einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Egon Fraupel war für mich jemand, der immer ein offenes Ohr hatte für bestimmte Probleme, insbesondere für Probleme, die Menschen hatten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens waren. Ich schätze an Egon Fraupel seine Menschlichkeit, aber auch seine Gradlinigkeit. Gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten beim Thema Flüchtlingsunterbringung war ich beeindruckt, mit wie viel Tatkraft er sich da noch dran gemacht hat. Es gibt ja so einige, die betrachten dann die letzten Monate ihrer Amtszeit als Restlaufzeit und machen die Abschiedstournee. Und er war von einer Tatkraft und auch von einer Leidenschaft bei diesem Thema, die mich echt beeindruckt hat. Er hatte außergewöhnliches antifaschistisches Engagement gezeitigt, indem er sich gegen den Marktfrühschoppen und die extreme Rechte im deutschen Verbindungswesen eingesetzt hat, indem er sich gegen Nazi-Demonstrationen eingesetzt hat. Das ist sicherlich außergewöhnlich für einen Oberbürgermeister in diesem Amt. Ich verbinde mit Egon Fraupel einen Politiker, der wirklich sehr gründlich zuhören kann. Das ist ziemlich selten und das ist vielleicht seine größte Gabe und das hat seine Politik so gut gemacht. Und das Faszinierende an ihm war für mich, wenn wir auseinandergingen, dann wusste ich, es gilt das gesprochene Wort. Mit Egon Fraupel muss man keine Verträge machen, sondern das, was man verabredet, wird von ihm eingehalten. Ich wünsche ihm, dass er nicht in die Ruhestandsfalle tappt, die den Ruhestand zum Unruhestand macht, sondern dass er sich wirklich Ruhe gönnt. Und ich wünsche ihm vielleicht auch nochmal, dass Schalke dann doch irgendwann mal deutscher Meister wird. Viel Zeit mit der Familie, natürlich Gesundheit und dass er jetzt endlich all die vielen Dinge tun kann, die er schon immer mal tun wollte. Ruhe und endlich eine bessere Schalker Mannschaft. Von Rolf Hocke, dem Präsidenten des Hessischen Fußballverbandes, erhielt Fraupel ein DFB-Trikot mit den Unterschriften der Nationalspieler. Etwas ganz Besonderes für den Schalke-Fan war auch der Auftritt des Schalke-Maskottchens Erwin, der ihm ein besonderes Trikot seines Lieblingsvereins überreichte. Ich bin dankbar. Natürlich kam Egon Fraupel bei seiner Verabschiedung auch noch mal selbst zu Wort. In seiner letzten Rede betonte er die Wichtigkeit, stets die Nähe zu den Bürgern zu suchen und sich für das Recht der Schwächeren einzusetzen. Wir sollten Rücksicht zu nehmen. Nicht die Macht des Stärkeren muss gefördert werden. Die Schwächeren müssen sicher leben und gefördert werden. Ganz abgesehen davon, dass wir eine Entschleunigung unseres Lebens zulassen sollten. Höhepunkt der Veranstaltung war die Übergabe der Amtskette an seinen Nachfolger Thomas Spieß. Umrahmt wurde die Veranstaltung von zahlreichen musikalischen Beiträgen von Oh Alaska, Liedern aus Cinderella und Blues Brothers sowie der Band Soft Eyes, die zu Ehren Egon Fraupels The Show Must Go On spielten.